tour was really interesting, don't you think? Will finally make everyone forget about Christmas for good. Was für ein dramatisches Intro. Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Christmas Fables Guardians. Wie heißt das im Englischen? Holiday Guardians. Wächter der Feiertage im Deutschen. We're in for a treat, würde ich sagen. Habe ich mitbekommen, dass Dredgen DLC hat? Ja, habe ich aber im Moment nicht vorzukaufen. Das wird... oh Gott, ich habe so viele Regeln gebrochen, allein schon, als ich dieses Spiel gekauft habe. Ich habe mir ja geschworen, eigentlich keine Big Fish Games mehr zu kaufen, aber wenn man dann irgendwie ein Weihnachtswimmelbildspiel spielen will, wird es halt auch schwierig, weil es gibt einfach kaum noch welche, die wir nicht gespielt haben, weil es grundsätzlich nicht so viele gibt. Und das Ding ist relativ neu. Das ist erst 2022 rausgekommen, nach Weihnachten, am 27.12.2022. Ist also nicht mal ein Jahr alt. Warum man am 27.12. ein Weihnachtswimmelbildspiel rausbringt, ich weiß es nicht. Lustigerweise ist das hier die Collector's Edition. Sie hat aber kein Bonuskapitel. Das Bonuskapitel gibt es als extra DLC, den man für 3 Euro kaufen muss. Ja, das ist der Punkt, an dem Wimmelbildspiele jetzt sind. Was soll ich da sagen? Ja, es hört sich auch wirklich nicht nach Ho Ho Ho, sondern eher so nach O O O an, in der Tat. Ich habe das Bonuskapitel noch nicht gekauft. Ich weiß nicht, ob wir das tun werden. Das entscheide ich mal nach dem Hauptspiel. Gucken wir mal. Das kann man sich Skins für Mauszeiger kaufen. Noch nicht. Vielleicht kann man sie mit Ingame-Währung freispielen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe tatsächlich noch nicht viel von dem Spiel gesehen, außer das, was ihr gerade gesehen habt. Von daher würde ich sagen, wir gucken noch mal kurz in die Einstellung. Spielmodus ist Hardcore! Finde ich jetzt okay. Aktive Zonen werden nicht angezeigt, Schaltfläche überspringen und Tipps sind deaktiviert. Es ist kein Tutorial enthalten, verfügbare Aktionen auf der Karte sind deaktiviert. Ich schätze, wir werden das zwischenzeitlich, weil wir... Der Button funktioniert schon mal super. Nun... ich schätze, wir werden das zwischenzeitlich vielleicht umstellen müssen, wenn wir irgendwo hart stuck sind, um wenigstens auf der Map zu sehen, wo wir weitermachen können. Aber ich gehe mal auf Spielen und hoffe auf eine fantastische Intro-Sequenz. Ich wüsste wirklich nicht, was jetzt noch schief gehen sollte. Also, ja. Let's go. Hagrid. The time has finally come for me to get rid of this stupid holiday. From now on, Christmas will be a thing of the past. You don't stand a chance against my newfound power. Bye-bye, old man. Hä? Also, Mist, der Cam-Button geht hier nicht. Sekunde. So. Okay, und seine ganze böse Tat war jetzt,
Er hat mit seinem mächtigen Zauberstab das Regal angestoßen und dann sind Pakete rausgefallen. Schockschwere Not! Oh boy. Nee, ich glaube nicht, dass das Krampus sein soll. Für Krampus sieht er halt überhaupt nicht Krampus-mäßig aus. Also so gar nicht halt. Was für ein Durcheinander. Zum Glück hat der Weihnachtsmann eine Liste mit allen Geschenken und dem dazugehörigen Geschenkpapier. Ja, achso, dann muss ich ihn wahrscheinlich erst ansprechen. Oh, looks like my secret is out. You may know me as your granddad, but I'm actually Santa Claus. Every winter I don my signature red outfit and spread holiday cheer. Darf ich dich trotzdem noch Granddaddy nennen? I can cast a variety of spells through the use of my magical snow. Sadly, none of them are powerful enough to fix my broken sleigh. Deinen magischen Schnee hast du mir schon gezeigt. What's worse, the gifts I've prepared to load into the sleigh are now scattered all over the room. Oh nein, dann müssen wir sie jetzt nicht aus dem Regal, sondern vom Boden aufheben. Ah. Oh. Ja, nun. Can I count on you to help me collect them and arrange them into boxes? I keep the wrapping paper and a list of all the gifts somewhere in my workroom. Okay, dann gehen wir wohl mal dahin. Finding that list in this mess is no easy task, but you're a bright kid, so I'm sure you'll cope. I'll get busy repairing the sleigh in the meantime. Also, ich muss fairerweise sagen, es ist ja jetzt nicht die schlechteste Synchro, die ich hier in dem Wimmelbildspiel gesehen habe. Also, mit Abstand nicht. Aber, nun. Bündel des Weihnachtsmanns. Ach Gott. Aber diese Animation, nein, die Animationen sind top. Ja. Okay. Tischler Werkzeugkasten, Bleistiftanspitze. Okay. Oh, nehmen wir erstmal die kaputte Kufe. Kann ich Sachen im Inventar kombinieren? Nein. Hätte mich auch sehr gewundert. Zerbrochener Bleistift. Kann ich wahrscheinlich wieder nur, wenn da so ein Plus dran ist oder so, ne? Der Schlitten bewegt sich keinen Zentimeter ohne die fehlende Kufe, ja, bedauerlich. Wobei, können wir hier noch mehr rausklauben? Ne, okay. Was ist mit dem Müllhaufen hier? Okay, müssen wir erst das Geschenkpapier verholen, alles klar. Und sein Arbeitszimmer ist wo? Achso, wenn wir hier hinklicken, dann, ja, okay, Ist das sein... Ah, das ist sein Arbeitszimmer. Mhm. Alles klar. Oh, schnell. Sie haben die deutsche Version ausgewählt. Wie gut, dass der englische Text da einfach wegskippt. Weihnachten steht vor der Tür. Allein der Gedanke daran, den Zauber dieses wunderbaren Festes mit Kindern auf der ganzen Welt zu teilen, erfüllt mein Herz mit purer Freude. Bald gehe ich in die Fabrik, weil das richtig weihnachtlich ist, um die letzten Spielsachen abzuholen, die ich mit meinen eigenen Händen hergestellt habe. Hm, klar. Die Spielzeuge, die du mit deinen eigenen Händen hergestellt hast. In der Fabrik. Mhm. Klar. Mein Bleistift ist immer dann kaputt, wenn ich ihn am meisten brauche. Wo ist der Anspitzer? Ja, hier. Ah. Und da. Okay. Ich darf mit dem Bleistift, der auch ein Buntstift ist, nicht auf den Anspitzer klicken, sondern muss irgendwo ins Bild klicken. Das macht Sinn. Weihnachtsgeschenkliste.
Peter ist ein großer Fan von Spielzeugautos, Süßigkeiten und der Farbe Gelb. Lisa sammelt Puppen und modische Kleidung. Ihre Lieblingsfarbe ist Grün. Michael liebt Superhelden und Comics. Die meisten seiner Kleidungsstücke sind rot. Deborah hat eine umfangreiche Sammlung von Ringen, Ohrringen und Armbändern. Pink ist ihre Lieblingsfarbe. Jack kann stundenlang in seiner blasphemischen Lieblingsuniform Baseball spielen. Also wahrscheinlich steht er blauen, aber vielleicht steht er auch blasphemischen, wer weiß das schon. Okay, und that's it? Der Tisch erinnert mich an die Werkbank in Dads Garage. Er repariert dort alles Mögliche. Vielleicht kann ich die kaputte Kufi hier reparieren? Es ist halt literally einfach ein kleiner Schreibtisch. Aber klar, wir reparieren die Kufe. Komm, kommt einfach Tape drum, Festivallösung. Nicht? Okay. Ja, wir haben den Werkzeugkasten. Ich habe eine Zuckerstange gefunden und kann mir jetzt das Schlafzimmer ansehen. Entschuldigung. Was? Ich habe so viele Fragen. Wenn der Weihnachtsmann ankommt und sagt, na Schnickchen, willst du mal mit ins Schlafzimmer kommen, da zeige ich dir meine Zuckerstange. Dann lauf, so schnell du kannst. Okay, cool, dann lassen wir das Werkzeug jetzt einfach hier und gehen offensichtlich. Keine Ahnung. Was macht das hier eigentlich? 2 von 70? Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich das wirklich richtig gesehen habe, aber 2 von 70? 70? What the hell? Ich weiß jetzt schon, was wir nicht alles finden werden. Außerdem, wer hat 15 Strümpfe? Also 14 oder 16. Aber hebt doch nicht einen einzelnen Strumpf auf. Come on. Und was genau kann ich mir unter Weihnachtssachen vorstellen? Ich meine, in diesem Spiel ist alles eine Weihnachtssache. Aber das ist tendenziell einer der Strümpfe. Ja. Okay. Ah, cool. Und wenn ich hier auf Zuckerstangen klicke, dann sind wir wieder beim Schlitten, weil mir fällt das Wort nicht ein. Hitbox direkt dahinter liegt. Okay, cool. Dann packen wir hier die Geschenkeliste hin, die wir jetzt noch total gut... Wait, what? Okay, cool. Ich war mir nicht sicher, weil so ganz leise im Hintergrund schon noch Geräusche sind, aber das Spiel hat sich einfach dazu entschieden, keine Musik zu haben. Okay, fein. So. Superhelden-Comics und rote Kleidung. Dann, es ist ein Match 3. Ach nee, ich kann alternativ Match 3 spielen. Okay, wir brauchen jetzt ein Spielzeugauto, das irgendwo hinter ist oder so. Was ist das denn? Was ist das? Das war nicht meine beste Idee. Boah, und nicht meine schlechteste, würde ich sagen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Baseballschläger und einen Handschuh, I guess. Hier ist der Handschuh. Und das tun wir in das blaue Dinget. Superheldenanzug. Wo ist denn der Baseballschläger überhaupt? Der passt doch da auch gar nicht rein, oder? Also ich meine ja nur,
Okay. Und die anderen Sachen kann ich jetzt noch nicht, ja? Also, weil der Comic, den wir 100% brauchen, hier unten noch nicht steht, kann... Okay. Gut. Was sind hier ein Superhelden? Also, das wird nicht mit Superheldenanzug gemeint sein, ne? Das ist halt auch eher ein Baseball-Shirt. Ich finde es ganz cool, dass ihr auch automatisch seht, wenn ich klicke. Das ist halt, it's something. Das haben die ganzen Artifacts-Mundi-Spiele zum Beispiel nicht. Damn, ist das heiß. Ist ja auch eine heiße Zitrone, was habe ich erwartet? Come on. Superheldenanzug. Das hier? Ah, das ist ein Stück Papier. Ja. Seine Lieblingsfarbe war rot, glaube ich. In den roten Karton? Yes. Also da rein. Haarklamme. Modische Kleidung in pink? Natürlich. Wie könnte es anders sein? Ringe, Ohrringe und Armbänder. Und jetzt kriegt sie eine Haarklammer, ja? Na, da freut sie sich bestimmt. Schade, du kannst nicht mehr dauernd fragen, ob ich das schon geklickt habe. Kannst du trotzdem. Es macht jetzt keinen Sinn mehr, aber machen kannst du das trotzdem. Ein Kleid. Das ganze blaue Geraffel hier im Hintergrund? Nein? Schade. Okay. Ob sich Michael über eine kopflose Zeichnung von einem Superheldenanzug freut? Ich weiß nicht. Ich bin nicht überzeugt. Kann ich hier eigentlich den Strumpf mitnehmen? Nein. Okay. Bedauerlich. Ich fände es immer noch angenehmer, wenn es Musik hätte. Das ist nicht der Schläger. Ist das der Schläger? Ist das... Ah, es ist ein Baseballschläger-Schlüsselanhänger. Ah. Okay. Ich werde diesen Ball mit einer Unterschrift versehen. Schreibst du da jetzt Weihnachtsmann drauf, oder was? Oder faken wir jetzt die Unterschrift von dem Spieler? Schwierig. Also, halt either way. Aber... Gut. Ich glaube, dem Spielzeugauto fehlt einfach ein Rad und das Rad ist hier. Und da ist das Auto. Und das Auto geht in die... gelbe Kiste. Ah, das runde Ding hier vorne, okay. Schminkset. Da fehlt aber was. Natürlich fehlt da was. Das zum Beispiel und noch irgendwas. Was auch immer da reingehört. Okay. Und das... Ja, könnte in die grüne Kiste gehören. Ich bin mir unsicher. Puppen und modische Kleidung in grün. Okay. Also das Kleid geht tatsächlich in grün, nicht in pink. Aber ist denn dann... Na, die Haarklammer ist weg, ne? Also dann würde ich schon in pink gehört haben. Also das Kleid geht in grün. Das Schminkset wahrscheinlich dann eher zu pink. I guess. Scheint so. Okay. Was fehlt denn an dem Comic? Okay, das passiert also, wenn ich zu schnell klicke. Scheinbar. Ich dachte, ich kriege eine Info, was hier... Muss ich den ausmalen oder was?
Ich weiß es doch nicht. Ich bin mir echt unsicher. Was ist das? Ist das der Stift für die... Ah ja, klar. Wir unterschreiben mit einem Füller auf dem Baseball. Hm. Vollkommen logisch. Bringen wir die unordentlichen Haare in Ordnung. Tut mir leid, es ist einfach Content, mit dem ich nicht relaten kann. Das ist ein Spiegel, aber wo ist die Bürste? Oder ein Kamm, aber wahrscheinlich eine Bürste. Oder eine Schere. Auch das würde die unordentlichen Haare in Ordnung bringen. Warum will eigentlich niemand das Gamepad haben? Ich meine, es hat ein paar wenig Tasten und kein D-Pad. Können wir uns kurz darüber unterhalten, wie sinnlos dieses Gamepad ist? Vielleicht, wahrscheinlich will das deswegen niemand haben. Ich meine, es hat 6 Buttons und kein D-Pad. Oder das D-Pad hat halt einfach wirklich eigene Buttons, so. Aber eigentlich wäre das schon weird. Mal abgesehen davon, dass seit ungefähr 15 Jahren eigentlich keine Gamepads mehr ohne Sticks produziert werden. Ich meine, ich habe einen neu aufgelegten Controller, der an den alten Super Nintendo Controller angelegt ist, und selbst der hat inzwischen Sticks. Also. Ich weiß es doch auch nicht. Gut, wir brauchen immer noch eine Bürste. Was ist das hier eigentlich? Nichts Sinnvolles. Okay, schade. Das ist die Bürste. Na, wenn das so einfach ginge. So, die Puppe wollte wer haben? Grün. Na dann. So, Süßigkeiten. Du willst mir erzählen, dass das keine Süßigkeiten sind? Was ist denn das dann? Die schlechtesten LSD-Pappen der Welt? Ich weiß es doch auch nicht. Okay, aber offenbar sind es keine Süßigkeiten. Schade. Wir brauchen doch immer noch das... Was habe ich hier in der Hand? Sind das die Süßigkeiten? Ah, ja, Süßigkeiten, klar. Ich sofort erkannt. Fernsteuerung. Ah, es ist gar kein Gamepad. Es ist eine Fernsteuerung. Ja, dann auch hier rein. Fürs Auto. Okay. Gut, wir brauchen immer noch das Kleid, was ich nicht sehe. Ah, doch, hier hinten. Das gehört dann wohl mit in den Grünen? Ja. Ob ich das unbedingt als modische Kleidung sehen würde? Weiß ich nicht. So, hat jetzt irgendwer eine Ahnung, was wir mit diesem Comic machen? Ich weiß es nicht. Ich kann ihn nicht nehmen und einfach da reinpacken. Kann mit der Figur nichts machen. Haben wir hier irgendwo einen Stift oder so? Lass uns die Geschenkeliste konsultieren. Weil so Leute sprechen.
Ich meine, ich kann den anklicken, aber... What the... Was? Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist, aber okay. Thanks a lot for your help. The Guardians of Christmas are meant to protect this wonderful holiday with all the joy it brings. Uh-huh. They help elves craft and deliver gifts to the farthest corners of the world. Er ist sehr begeistert von seinem Job. However, Ambrus, the elf you just met, has always rejected the mere idea of Christmas. Ambrus. Kennt man. He believes that elves, honorable, magical creatures, are too good to serve human children. Unfortunately for Ambrus, all the other elves agreed to help me and left him roaming the forest alone. Oh, sad. Years ago, I hid a magic wand deep in the northern forest. It's so powerful that no living creature should ever be allowed to wield it. Warum hast du ihn dann im Wald versteckt, wo sie den Elf allein gelassen haben? But now Ambrus has got his hands on it. I'm sure he went to the toy factory. Ambrus hates toys and yearns to destroy them all. Let's repair my sleigh and catch up to him. Auf jeden Fall. Was hier vorne durchkommt, gehört übrigens nicht zu seinem Mantel, das ist sein Brusthaar. Wollte ich nur gesagt haben. Okay, und dann stürzt das Spiel ab. Nice. Kann man so machen. Kann man so machen. Gut. Dann, gehen wir halt nochmal rein.